Willkommen hier zurück bei The Floor is Jelly, wo wir immer noch hier in dieser Mondgegend unterwegs sind. Aha, okay. Jetzt wieder hier an die Steuerung gewöhnen hier. Wir sind hier eigentlich gerade rausgekommen, oder? Oder sind wir hier rein? Nee, wir sind hier. Wir haben das hier freigeschaltet. Wir haben uns hier dahin bewegt, dass wir diese ganzen Mondstaubfädelleinchen, ich nenne sie einfach mal Mondstaub, eingesammelt haben. Und hier unten haben wir jetzt die Möglichkeit weiterzukommen. Und muss ich sagen, euch gefällt das Spiel anscheinend auch sehr. Und finde ich super. Und auch wenn ich gesagt habe, ich bin nicht der Beste in solchen Jump'n'Run-Plattformer-Geschichten, ich werde das natürlich fortsetzen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier sofort aufgeben würde. Ich habe dir generell eigentlich gerne die waren wir hier schon? Warte mal. Eigentlich habe ich es immer so, dass wenn ein Spiel durchspielbar ist, also kein Endlosspiel ist, dann ziehe ich das auch komplett durch. Aufgegeben habe ich da bisher bei noch keinem. Es gibt natürlich Endlos-Projekte mehr oder weniger, die irgendwann mal zu Ende gemacht wurden. Oder halt, ja, was heißt endlos? Fast endlos. Aber natürlich, hier möchte ich gerne weiterspielen, weil es macht auch eine Menge Laune. Es ist einfach auch sehr hübsch. Aber ich glaube, hier waren wir schon, ne? Ich meine, genau, hier waren wir aber sowas von schon. Die ganzen Fenster sind schon entlitzert. Heißt es aber, warte mal. Heißt es aber, dass wir dann an anderer Stelle noch was zu finden haben? Ich meine, da, über dem Tor, wo wir gerade zu Beginn waren, über das durch, ich nenne es einfach mal Mondstaub, durch Mondstaub geöffnete Portal, war doch noch ein anderes Portal. Ich weiß nicht, ob das auch, obwohl ich glaube, da waren wir auch schon, ne? Warte mal, da oben ist ein Fenster, da, ja, ich glaube, also da kamen wir auf jeden Fall raus in das andere Fenster. Waren wir da? Da waren wir ja auch schon. Das hat ja auch nicht mehr geglitzert. Also ein bisschen verwirrend ist es manchmal schon. Ohne Übersichtskarte hier. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es eine. Ich wüsste zumindest nicht, wo die ist. Ich weiß auch nicht, ob es hier noch irgendwelche... Also das wäre gemein, wenn es versteckte Sachen hier gibt, die halt wirklich hinter den Wänden hier noch zu finden sind. Dass man da durchwabbeln muss, damit man da hinkommt. Ich glaube nicht, dass es sowas gibt. Ich hoffe es mal nicht. So, hoch mit uns. Komme ich da denn? Ja, glaube ich, müsste ich eigentlich hochkommen. Nein. Es hat doch eben schon mal funktioniert. Aha. Nein, lass mich da durch. So, sehr gut. Ich meine zwar, dass wir hierher kommen, dass wir von da oben gekommen sind. Aber ich wüsste dann zumindest nicht... Da müsste man auch wieder hochkommen, oder? Ich will nur mal gucken, ob man da nicht dann doch... den richtigen Weg dahin führt. Ich finde es ja cool, wie man in dieses Fenster reingesogen wird. Nee, hier kommen wir da. Hier. Nee, das ist eigentlich schon alles richtig hier. Ich musste doch wieder nach unten. Es tut mir jetzt ein bisschen leid für die 3 Minuten. Wobei, tut es mir überhaupt nicht leid. Ah, also wenn ihr hier zuguckt, dann habt ihr selber Schuld. So. Oh. Ja. Genau, da geht's nicht hin. Dann gehe ich einfach mal da zurück. Da, wo ich eben schon mal war. Das heißt. Ich muss dann tatsächlich in diesem Level hier, ich meine, da gibt es ja nur ein Fenster, ne? Hier ist ein Fenster, genau. Aber auch hier gibt es nur eins, was unten rechts ist, oder? Ne, ganz unten gibt es eins und hier oben. Das verwirrt mich jetzt. Ich meine, wir hatten irgendwo noch einen Bereich, den wir noch nicht... Sag mal, kannst du dich da mal entwabbeln hier? Ich meine, wir hatten noch irgendwo was, wo wir noch... Ah, da waren wir noch gar nicht. Haha. Boinga. Schwupps. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob das zurückgesetzt wird, wenn man das Spiel unterbricht, von wegen, ob jetzt da Sterne sind oder nicht. Ob man da schon mal gewesen ist. Wäre eigentlich ganz praktisch, falls man mal vergessen haben sollte, nach einer kleinen Spielpause, wo man eigentlich schon war. Das mit den Sternen finde ich auch sehr praktisch in dem Augenblick. Dass man da wirklich dann, sehen kann, hey, hier war ich noch nicht. Sollte es öfter geben. Ja, und das Gewabbel, ich muss sagen, es ist immer noch sehr lustig. Auch wenn es manchmal doch tierisch auf den Geist geht. Aber gerade diese Sprunggeschichten, dass man da quasi sehr dynamisch dann durch die Gegend eiern kann, sind schon sehr, sehr, sehr cool gelöst. Aha, Wasser? Stimmt, da war im Trailer auch schon gesehen. Das ist ja mal cool. Boing.
Dass man rausgeschleudert wird, mehr oder weniger. Das ist ja mal, das ist auch abgefahren. Allerdings, springen kann man hier unten nicht. Das ist... eigentlich alles, ja, man kann es nur kurz... man kann da nur kurz eintauchen. Aha. Das ist ja mal cool. Man kann sich wohl festhalten, aber das... oh. Ja, hilft auch nicht so recht. Und auch wenn letztendlich grafisch in erster Linie hier die Pflanzen und die Farben geändert werden und das, was im Hintergrund so vorbeifliegt, ich finde es trotzdem sehr nett. Es hat eine sehr nette Art. Und okay, man taucht immer so hoch ein, wie man... oder so tief ein, wie man auch hochgesprungen ist. Das ist ja mal cool. Und bisher hat jede Farblichkeit des Levels oder jedes Design des Levels noch ein neues Rätsel oder eine neue Fähigkeit mit sich gebracht. Wie jetzt hier auch das Wasser. Sehr nett, sehr nett. Aha. Da muss ich aber nicht hin, ne? Ich muss... nach unten. Okay, also Schwung holen ist ganz wichtig. Jetzt haben wir tatsächlich hier umgedrehte Schwerkraft. Das ist ja mal cool. Das erinnert tatsächlich sehr, sehr stark an Ib und Ob, was der Zombie und der Herr DK gerade zu seinem Spiel. Also könnt ihr da auch gerne mal schauen, falls ihr auf solche minimalistischen Spiele hier steht, aber die mit Rätseln und solchen Sachen hier spielen. Könnt ihr gerne da vorbeischauen, auch ein sehr cooles Konzept. Und Problem ist, man ist es nicht gewohnt, dass man über Kopf denkt. Die Fische sind noch cool. Ich meine, so viel muss man jetzt nicht hier über Kopf denken. Aber unter Wasser mich langhangeln? Doch, kann ich auch sogar. Ach, unfassbar. Problem wird sein, ich komme da nicht lang. Oder? Ha, doch. Mit Zwung. Oh, sehr schön, dass hier unter Wasser dann Pflanzen sind. Das ist ja mal geil. Finde ich sehr cool. Ah! Mist. Nein, jetzt komme ich da nicht mehr hin. So. Ist doch die Frage. Ich muss ja auch, glaube ich, gar nicht hin. Wobei, hier kann ich... ach, fast. Aha, ich habe es verstanden. Das ist mal wirklich cool. Doch, ich mag das Spiel. Jetzt habe ich keinen Schwung mehr, um da hinzukommen. Ach Mensch, ey. Nein. Das heißt, er ist hier hoch, dann aua, nicht dagegen. So, und jetzt hier nochmal Schwung holen, so richtig. Ha, nein. Passt das noch? Oh, ein Grafikfehler. Es geht nicht mehr. Es ist echt... ja, man muss erstmal herausfinden, wie man das am besten macht. So. Boing. Mittig halten. Oh yeah. Und jetzt wahrscheinlich hier einfach wieder reinfallen. Huh. Ich sag mal, selbst ohne diese Schwabbeleffekte von der Welt her, hätte man... sind die Rätsel ziemlich cool. Also das, was man hier gerade hat, das von wegen mit dem Wasser quasi als umgedrehte Schwerkraft. Sowas in der Art. Ha! Ist sehr cool, gefällt mir. Wobei das mir natürlich das Wabbeln in erster Linie, glaube ich, für die höheren Sprünge zuständig ist. Oh, fast. Das ist jetzt gemein. Nein, lass mich so durch. Aha. Ich muss hier unten dann nach rechts, genau. Tja, und die Fische sind auch cool. Dass das Call of Duty Ghost nicht geschafft hat, von wegen mit Fische, die vor einem wegschwimmen, das schafft selbst das Spiel hier. Weil, na, wirklich wegschwimmen tun sie nicht, aber... ja, ne? Wären hier noch Hunde drin, wär das hier das bessere Ghost. So. Ha, das war knapp. Das war dämlich. Ah! Nein! Ja, ist nicht so einfach. Muss aber auch, glaube ich... na, ha, genau. Ach, nicht an die Außenseite. Lass mich leben. Lass mich leben. So, vielen Dank.
Was? Wie muss ich denn jetzt hin? Erstmal darüber? Ja. Darunter? Ja. Muss ich, warte mal, wie gezielt muss ich da denn jetzt hin? Muss ich jetzt wirklich hier ganz gezielt? Da muss ich doch nicht runter jetzt. Na, das ist ja mal gemein. Und dann fängt man immer wieder von vorne an hier. Na gut, vielleicht könnte ich dann irgendwann, vielleicht schaffe ich dann irgendwann den Moment bis hierhin wenigstens halbwegs gut. Boing. So, und schwupps. Okay, es geht. Haha. Ich bin ein bisschen stolz gerade. Und verwundert. Vielleicht bin ich in solchen Spielen doch gar nicht so schlecht. Wobei eigentlich schon. Aber ich sag mal, je mehr man sowas spielt, umso besser wird man dann tatsächlich drin. Von daher sind gerade solche Plattformer, oder wie eigentlich so ziemlich alle anderen Spiele auch, wo es um Geschick geht, wo es um Schnelligkeit geht, das sind alles Sachen, die man einfach auch mal üben muss. Oder was heißt muss, die man einfach dadurch besser kann, dass man die öfter spielt. Ha! Ho! Oh. Und von daher, da ich solche Spiele früher nicht gesuchtet habe, so hier die ganzen Mario und die ganzen Nintendo-Teile da auf dem Gameboy, habe ich ja nie gesuchtet, weil ich nie einen Gameboy gehabt habe. Da würde das wahrscheinlich herkommen. Oder irgendwelche Konsolenspiele. So, lass mich da, ich würde gehen runter. Nein. So. Oh! Yeah, ich werde Rapper. Oh. Nein. Au. Das war ein schöner Tod. Aua, aua, aua. Man muss echt aber aufpassen, ob man gerade über oder unter Wasser ist. Weil das sich durch die Sprungrichtung doch stark verändert. Zum Beispiel in die genau entgegengesetzte Seite. Ich muss, glaube ich, nach... Das war falsch. Boing, boing, boing. Puh. Und ich glaube, jetzt muss ich ganz nach oben, oder? So wie ich das gesehen habe. Ach, cool. Ich finde das super, hier die Mechanik, dass man genauso weit rausgeschleudert wird. Oh. Vor allem kann man nicht so einfach nach unten fallen und sterben. Ist auch schön. Hat was Erfrischendes. Wo muss ich jetzt denn hin, bitte? Also die Level bisher, glaube ich, waren dann eher so zur Erklärung, wie das eigentlich funktioniert, damit man erstmal ein Gefühl dafür kriegt, wie man das hier alles zu machen hat. Jetzt ist tatsächlich der Moment gefragt, wo man das auch anwenden muss, dass man hier ein wenig durch die Gegend kommt. Sinnvoll. So. Hello? Ich hämmere mal schön auf meiner Leertaste rum hier. Ich hoffe mal, das hört man nicht allzu sehr. Ein bisschen wird man es wahrscheinlich hören. Ich meine, ich könnte auch die Pfeiltaste nach oben benutzen. Aber, ich sag mal, Leertaste ist mir da ein wenig feinfühliger gerade. Oder ist halt, kann ich den Moment auf die andere Hand verlagern, wo ich den zu drücken habe. So. Muss ich da hin? Ist da noch unten noch ein anderes Fenster? Ich weiß es nicht. Selbst wenn, dann ist es jetzt zu spät. Was hat uns die Einblendung gerade gebracht? War das irgendeine Anzeige von wegen, ja, hier musst du hin oder aber auch, hier hat sich jetzt irgendwas geändert? Hat sich da, haben sich die Kreise da aufgefüllt oder was war das? Ich finde es halt auch schön, dass das Spiel so rein überhaupt gar nichts erklärt in Sachen von, mit Wörtern. Also wirklich gar nichts. Wir haben es ja selbst am Anfang des Spiels gesehen. Man hat einfach nur einen Kreis und muss herausfinden, was man einfach macht. Dass man da zu den einzelnen Punkten hinzugehen hat. Finde ich sehr cool, wenn es sowas, wenn sowas funktioniert. Das hat so, hat natürlich was sehr Minimalistisches, aber hat auch was, wo man dann als Spieler tatsächlich selbst sich auch ein wenig mit dem Spiel beschäftigen muss. Dass einem nicht alles vorgekaut wird. Dass man da nicht nur irgendwelche Quicktime-Events hat, wo gesagt hat, hier, drücke jetzt den Buchstaben. Drücke jetzt die Taste. Mach jetzt das. Sondern dass man selbst auch ein bisschen nachdenken muss. Ich glaube, hier können wir... Das sieht nach Mondgeschichte aus. Ne? Ich glaube, da können wir jetzt rein. Da unten ist noch ein Fenster. Und ich meine, dass wir hier auch schon mal gewesen sind. Allerdings, das
Türchen da, was da eben gerade in der Sequenz, was da in dem Screen eben gezeigt wurde, das hat noch nicht funktioniert gehabt. Jetzt können wir hier rein. Cool. Na, das ist ja mal geil. Es ist dunkel hier. Und ich frage mich, was die ganzen Frösche hier sollen. Einfach nur Deko sein? Tja, nach unten oder nach oben? Nach unten geht's. Ich glaube, letztendlich muss man sowieso überall hin. Ich glaube sogar, dass hier die einzelnen Türen, hinter den einzelnen Türen sind die Abschnitte, damit die große Tür dann geöffnet werden kann. Ich denke mal sehr, dass in dem Level hier vor jetzt auch eine große Tür gewesen sein wird. Das hier sind nur kleine Fahrstühle. Was ist denn hier? Das ist ja mal cool. Warte mal. Da kann man, sobald man hier auf dem Boden ist, sind die Dinger halt durchlässig. Und jetzt springt man dagegen. Heißt, ich kann da nicht drauf rumstehen? Oder wie ist... Doch. Hä? Achso, sondern das einfach nur ein bisschen optisch hier Highlight bringen. Dann hat das eigentlich keine Änderung. Ich meine, das sieht auch echt cool aus mit den Wurzeln. Ich habe nur im Moment noch nicht verstanden, was das für eine Änderung bringt. Falls es denn eine bringt. Aber es sieht echt cool aus. Ich mag den Grafikstil. Ach nee. Ach so. Ach, das ist ja mal geil. Was ist das denn jetzt hier? Wie? Ach, das ist auch cool. Das ist aber eine geile Mechanik. Muss ich ja mal sagen. Wie abgefahren. Ja, doch. Ich finde es super. Es ist auf jeden Fall was Innovatives. Habe ich zumindest noch nirgendwo gesehen. Gut, ich bin jetzt auch nicht so der riesen Plattformer hier, ne? Hab ich schon mal erwähnt vielleicht. Merkt man auch vielleicht. Aber deswegen habe ich solche Spiele auch nicht zuhauf gespielt. Aber ich finde das als Mechanik hier gerade mal ziemlich super. Aha. Das heißt, sobald ich Kontakt zu etwas habe, kann ich zum Beispiel bei kreuzenden Sachen einfach durchgehen. Ja, wie soll ich denn jetzt aber hinkommen? Das geht ja nicht. Aha. Muss ich da jetzt so durch? Nee, warte. Also falls von euch das jemand schon mal so in der Form gesehen hat, dann lasst es mich bitte wissen in den Kommentaren. Ich finde es gerade mal sehr spannend. Und die Frage ist jetzt wirklich, was muss ich jetzt hier machen? Aha, jetzt kann ich hier durch. Aha. Ja, aha. Jetzt kann ich... Aha. Hä? Warte mal. Ja, so weit war ich gerade schon. Oh, das verdämlich. Heißt nein, verdammt. No. Lass mich da durch. Genau, ja, vielen Dank. Jetzt muss ich hier durch. Und da ranspringen. Nein. Ach, ich muss da rein, ne? Nee. Nein. Hoch. Ah, okay. Hoch, ran, springen. Das ist mal abgefahren. Ich finde das super.